Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin mein lieber Odo. Wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich. Seit dem letzten Mal habe ich nicht allzu viel gemacht, aber beim Budget unsere Ausgaben für die Beamten etwas erhöht. Das ist Feuer, aber wir haben trotz der zweitniedrigsten Steuerlevel noch ein schönes Einkommen. Military Wages haben wir volle Wäsche. Schauen wir halt einfach. Wir haben auch immer urviel Geld, das heißt, wir haben noch mehr Construction Center. Construction. Buildings bauen. Und zwar zwei in Österreich nochmal. Halt und rauf. Okay, machen wir weiter. Wir haben uns in beide Unabhängigkeitskriege von Spanien eingemischt. Tatsächlich. Es schaut so aus, als würde sich niemand anderer antun, dass man da irgendwas dazu gibt. Spanien ist the brink of collapse. Aus an der Front da drüben. Nö, sehen wir noch nicht. Brauchen wir an die Fronten. Du bist, weil du wirst nach Spanien beordert, dann 47, 47 Tage. Alle brauchen 47 Tage. Na, passt. Ja, was dauert denn das noch? Wie schon gesagt, helfen rein theoretisch den Preußen gegen ihre Revolution in dem Fall. Feminism unlocked. Yay, I guess. Wir sind so ultrakonservativ in Österreich, dass ich mal sage, okay. Andere Länder, andere Sicht in die Richtung. Ja, was wird's zu? Wie schaut's aus? Wie lange brauchen wir noch? Noch immer 30 Tage. Ich hoffe, die hält lang genug dort sind. Aber ich War to arms. France sides with Prussia. Ah, Mist, was habe ich jetzt weggetan? Ärgerlich. So, schauen wir mal. Wie ist das? Hat irgendwas dafür gekriegt? Nö. Gut, so. Was haben wir jetzt als letztes? Warte mal, vielleicht steht das da. Russia declares neutrality, neutrality. IT declares neutrality. Neutrality. Explosives. Central planning. Okay. Central planning plus 25 Fixation Capacity. Finde ich gut. Unlocks. Okay. Warum haben wir das entwickelt? Weiß ich nicht. Ich bin ziemlich sicher.
Machen wir das Telefon erforschen. Wir könnten Electrics in bauen. Ja, wieso nicht? Wir könnten natürlich auch militärisch weiter uns bilden, aber ich glaube. Noch 24. Ja, mal schauen. Oh, warte mal. 291 Meter. Woher nehmen die? Nie. Wo hat denn Spanien die Truppen her? Haben die tatsächlich ihren. Oh, die haben ihren. Die haben ihre Rebellion zu Hause gewonnen. Super, habe ich gemacht. So gemacht. Das tut richtig weh. So habe ich das gemacht. Na, kann sein. Mit etwas Glück sind wir vor ihnen dort und haben schon alles gehört, aber ich fürchte nichts. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, viel früher machen müssen. Mein Freund fällt in Valencia ein. Du, mein Freund, raidest kommen. War hier. 5 Tage noch. So, wie lange braucht ihr noch darüber? 13. Schauen wir mal, was passiert. Okay, Kubaner sind jetzt nicht die ärgsten Kämpfer. Das spricht to arms. Vielleicht brauchen wir dann auch mehr Truppen. Machen wir 2 verschiedene Fronten auf der Weltkarte. Das gefällt mir nicht. Nicht wartend. Dauert das so lange, die über die Welt zu transportieren. 4 Tage noch, na gut. Das lässt sich einigen. 3, 2, 1. Da sind wir. Wieso bist du noch nicht da? Hm? Danke. Ja gut. Kaffee. Warren not completed. Gut. Nein, die kämpfen da noch. Das ist sehr ärgerlich. Könnten wir das bitte schneller machen, damit ich dann einen schönen Angriff machen kann? Danke. Sehr gut, sehr gut. Den heavy usage of trenches in Visayas by Franz Brüder Hötzendorf. Has turned the land into a bluff hellscape.
Pyramid cannot last forever, but it's not clear what the best way forward is. We must invest further in these Ayas. Get straight trench red. Zone rope. Oh, hold on. Let's talk about something. We can't let our defenses stand. So, schauen wir rüber nach zu den Philippinen. Okay, wir haben die stärkeren Truppen. Das ist ein gutes Zeichen. Was ist das? Arabia? Radical Macher? Macher? Wieso wir Macher eher? Schauen wir mal. Wenn wir was anbieten, machen wir mit. Wenn nicht, dann nicht. Wo ist Macher? Das ist irgendwo hier, oder? Da. Preußen helfen, müssen wir dort nicht eingreifen, auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch Neutrality klären, wenn wir nicht sehen. Ja, so viel stärker sind wir nicht. Dass unsere Truppen noch neu sind, dieser Technik noch nicht so gut. Uff, Defense 70. Ja, die Spanier sind da. Der könnte eher ein starker General zu sein. Beziehungsweise wir haben noch 8 Teile von der Uhr, nehme ich mal an. Aber kein Problem. Da haben wir aber. Da sind wir beim Gewinnen. Weil hier ist. Das ist der größte Nachteil an dem System, dass der Computer ähnlich ist. Seine anders zu verlegen. Also ehrlich. Wie schaut's aus? Ah ja. Mit den Philippinen Krieg auf jeden Fall. Was für ein Krieg? Weiß ich, gegen Venezuela. Schau dir was an. Was für welche? Konservative auf jeden Fall. Und ihr seid auch konservativ. Warte mal. Was ist mit euch? Seid ihr ein. Revoke. Alien Games. Okay. Das dürfte ein Sitz sein. Ich weiß nicht, ob ich nicht so gut gekriegt habe.
gewinnen. Spanier sind stärker. Inefficient agriculture. We've started complaining about the existence of the Austria, Moldavia. Hitting the undeniable inefficiency should be immediately addressed. Oh, migration attractions. Grundsätzlich machen wir doch glatt. Ich frage mich gerade, wenn ich da Spanien im Großen und Ganzen eingenommen habe. Ist der? Nein. Ja. An welcher Front? Kuba-Front. Ja. Das sind jetzt einiger die Stärkeren. Das, wenn hier gar nichts passiert, ist es auch nichts zu nehmen. Weil den Teil haben wir ja schon erobert. Und der Teil wäre zwar schön zum Erobern, aber in Wirklichkeit, wenn Spanien kollabiert und aus dem Krieg aussteigt, reicht das voll und ganz. Und Spanien wird kollabieren, so wie es ausschaut. Russia sides with Haitian abweichen. Ist okay, wenn die das, wenn sie das wollen. Gold depleted in Alaska. Ist okay. Kann ich auch leben mit. So, da. Declaren Humanity. Und da machen wir genau das gleiche, weil, um ehrlich zu sein, wenn Russland da drin ist, dann interessiert uns eigentlich nicht mehr. Und diesen Kampf haben wir quasi gewonnen. Also das sind die Stärkeren auf jeden Fall. Okay, was ist das? Skandinavien gegen das Revolutionäre Holstein. Da wäre ich gerne auf der Seite von Holstein eigentlich. Weil ich will ja, dass die werden von Skandinavien. Wir machen Folgendes. Wir machen Folgendes. Wir machen Absolve Obligation und stoppen das. Oder? Was, wenn ich auf der Seite von Holstein eintrete, vom revolutionären Holstein? Na, lassen wir es einfach so.
So, wir haben auf jeden Fall den Philippinen zur Unabhängigkeit verholfen und das hilft auch wohl nur, oder? Ich hoffe, sie werden unabhängig dadurch. Weil wenn nicht, dann wäre es eine ziemliche Vergeudung von Ressourcen gewesen. Okay, Öl in Pennsylvania. Kein Gold mehr in Kalifornien. Overly Enthusiast. Okay, gut, da haben wir. Das haben wir hinter uns gebracht. Supporters of Christian Social Party have gone beyond simply campaigning for their own party, harassing and sometimes physically attacking opposing partisans. Crackdown on Christian Socialist Party, das sind die Aristokraten. Ihr spinnt ja wohl. Let the Social Party partisans continue unmolested. Tja. Industrialist 7 plus 8. So gesehen, passt das schon. So, dann schauen wir mal. Die 30 kommen daher. Ah, er hat auch Leute abgezogen nach Toledo. Finde ich gut. Also eigentlich finde ich es nicht gut, aber normalerweise sollten wir hier genügend erobert haben, damit der Krieg hier positiv zu Ende geht. Okay, ihr beiden. Ich habe jetzt nur noch verteidigt. Interessiert mich nicht, was ihr sonst noch machen wollt. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr angreifen. Wir gewinnen den Krieg hier in Spanien. Direkt an der Front. So, warte mal. Make peace. Not war. Wir verlieren hier 4,3 und hier verliert man 4,57 pro Tag sogar. Das ist interessant. Weniger erobert wurde von daher. Ist das. Our Convoy sank. Ja. Woher nehmen die diese Sch Deppert. So, du musst bitte auch. Was? Nein, nicht Naval Invasion. Sorry, Great Convoys. Die stärkeren Schiffe, aber die haben definitiv mehr Leute hier. Und wir halten die Hauptstadt. Alles ist gut. Alles gut. Jetzt sind wir noch immer alles gut.
Alles schlechtestens. Warte mal, wie viel? Uff. Wieso verlieren wir hier in diesem Krieg? Sagt mir das jemand bitte. Ich will nicht verlieren. Verlieren ist doof. Was ist wieder gegen die ionischen Inseln? Haben wir da irgendwie. Ist da irgendeiner von den beiden der Beste? Also die nicht. Die schon. Auf jeden Fall. Neun Komma eins, 7,9 passt. Echt? Bavaria abandoned Austria. Politische Revolte. Schau dir was an. Was dir alles kommen. Dann würde ich fast sagen, mobilisieren wir euch. Und schicken euch hierher. Das sollte wohl reichen für die Krieg dann. Nicht jetzt. Wir verlieren eine Schlacht. Ihr wisst, dass ihr nicht dazu hingeschickt wurdet, um Schlachten zu verlieren. Ihr sollt Schlachten gewinnen, Freunde. Okay, wir müssen definitiv in unser Militär mehr investieren. In den nächsten Jahren. Das ist ja peinlich, gegen Spanien im Krieg zu verlieren. Das ist ja fast so. Österreich im Krieg verlieren. Oh, interessant. Und sogar die Stärkeren. Wie kann das sein? Also wir haben die stärkeren Werte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut. Schauen wir mal. Ich glaube, hier werden wir nicht weiter vorrücken. Aber sie haben jetzt ein minus 5. Und da haben sie auch ein minus 5 pro Woche. Das heißt, im Endeffekt. Sollte das reichen, um den Krieg zu gewinnen. Binnen kürzester Zeit sollten sie jetzt dann. Ah, wobei das ist ein Expert Defensive Planner. Vielleicht sollte ich ihn in den Griff treffen lassen. Wer weiß. Wer weiß.
Oh. Spanien hat kapituliert. Kuba. Kann das sein? Yes. So, Revolutionary Kuba ist frei von Spanien, finde ich. Doch, dass sie dann auch bald aufgeben werden. Du kommst dann einfach da. Ja, Holstein, es tut mir leid. Ausgezeichnet. So. Oil discovered in Hannover. Yes, Hannover. Fördere es bitte. Ihnen frei. So, schauen wir mal. Nation Formations 19. Ah, das revolutionäre Preußen, das radikale Preußen unterstützt mich, wenn sie den Krieg gewinnen würden, was wahrscheinlich nicht wäre. Hätte ich noch einmal das, da vielleicht noch einmal ein oder zwei Gebiete. Wenn ich dann könnte ich Deutschland gründen, ohne einen einzigen Krieg zu machen und ohne ein einziges Ding erobert zu haben. Finde ich lustig. So, können wir bitte diesen Krieg mit Württemberg jetzt relativ rasch abschließen? Vielleicht noch in dieser Folge, was nicht aufgeht. 1889 sind wir jetzt. Yay, die Christlich-Sozialen haben wieder gewonnen. Wie unerwartet. Echt? Und noch ein Diplomatic Play. Finde ich nicht richtig. Okay. Wir teilen noch unsere Trade Routes. Naja, drehen wir die mal ab. Machen wir als nächstes. Oh, wir haben Authority über. Wir könnten die Authority noch einsetzen für die Crease und zwar für Violent Suppression. Aber Violent Suppression. Kroatien, Dalmatien, machen wir in Kroatien noch. Wissen einfach, wie es geht. Aber ich fürchte, das bringt trotzdem nichts. Wir haben so viele Radikale in diesen Gebieten, das ist ein Wahnsinn. Okay.
Wo sind die ganzen? Echt jetzt? Ist ja wohl hoffentlich nur eher ein Scherz von euch. Du gehst da angreifen. Du gehst da angreifen. Na, immerhin nicht bei mir im Land. Obwohl wir so viele Radikale haben, ist die Radikalität dieser Dinger relativ niedrig. 21% bei Protectionism, Wage Subsidy, Laws. Tatsächlich könnte ich mich zu denen sogar durchringen lassen. Naja, egal. Meine Lieben, wir machen wieder Schluss für heute. Ich sehe schon wieder fast 40 Minuten. Ihr habt zwei Unabhängigkeitskriege gesehen, die wir unterstützt haben. Naja, das nächste Mal sehen wir drei Revolutionen gegen uns, die zerschmettert werden. Bis dann. Tschüss euch.